So, hallo. Wir machen weiter. Bei Isaac Repentance letztes Mal haben wir mit Azazel The Beast besiegt. Und ich habe Shadow Azazel genannt, freigeschaltet. Aber scheinbar ist der offizielle Begriff Tainted. Wie auch immer man das rausfinden soll. Das Spiel sagt es einem zumindest aktuell nicht. Vielleicht sagt es mir das Spiel, wenn ich gleich reingehe. Wir gucken uns jedenfalls jetzt mal Tainted Azazel an. Was denn da jetzt anders ist. Denn scheinbar hat er ja wieder jedes einzelne Ding hier offen. Ich denke, wir starten mit Greed. Oder vielleicht gleich Greedier. Ah, wir starten mit Greed. Vielleicht komme ich so in den Charakter rein. Scheinbar gibt es jetzt also wirklich komplett neue Charaktere. Ach, guck mal, der kann nicht fliegen. Der kann nicht fliegen. Und ja, oh, okay. Also er hat ein dünnes Brimstone. Ah ja. Also die Charaktere sind wirklich dann völlig anders im Vergleich zu ihren Vorgängern. Die drei schwarzen Herzen bleiben. Das, wenn mit The Fool startet, bleibt auch. Aber ansonsten ist vieles, vieles, viel anders. Okay, ja, gut, ist das so. Dann ist das so. Na, dann gucken wir mal, was dieses Brimstone so kann. Energietechnisch, schadenstechnisch. Okay, also es scheint schon recht starkes Brimstone zu sein. Ich meine, es hat ja immer noch ganz viele Ticks pro Hit, ne, also. Wow, hi. Aber ich meine, jetzt sind es auch noch gerade sehr einfache Gegner. Wer weiß, wie viel ein etwas stärkerer Gegner aushält von diesen Schüssen. Na, die sind jetzt natürlich alle mit einem Schuss weg, klar. Interessant auf jeden Fall, interessant. Ja, und wir müssen für diese Tainted-Charaktere wirklich mit jedem bis zu diesem Schrank-Dings kommen, was dabei Home ist. Und was mir aber auch mitgeteilt wurde, ist, dass dieser Schlüssel... Ja, jetzt geht schon los. Jetzt habe ich schon den ersten Gegner, der nicht sofort drauf geht. Dass dieser Schlüssel... dass dieser Schlüssel, dieser rote Schlüssel, mit dem ich diesen Schrank öffne, jetzt nicht immer auftauchen wird. Also, ja, ne? Gut, jetzt gibt es eigentlich keinen Grund, direkt den Boss zu machen. Jetzt können wir eigentlich auch erstmal hier den Schlüssel holen. Und dafür den Itemraum gehen. So, und jetzt haben wir schon keine Kohle mehr. Für mehr Shit. Okay. Aber der Charming-Effekt auf Brimstone ist natürlich nice. Ja, weil die mich dann ziemlich gut in Ruhe lassen, die Viecher. Ja, das ist schon cool. So. Achso, aber dann habe ich jetzt ja mit Azazel keinen Free-Flug mehr in die Stachelräume. Muss ich bedenken. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Okay, ich muss erst lastlos werden. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, Last wird sich selbst los. Okay, wir gehen natürlich nicht hier rein, wir gehen weiter für Engelräume. Hab gehört, dass das tatsächlich die Strategie, die man hier fährt. Okay. Dann weiter im Programm. Hier gibt es nichts weiter zu tun. Lol.
Oh, noch ein Speed-Up, okay. Aber Speed-Up ist nicht schlecht. Und auch das ist sehr gut. Nice. Da ist irgendwo ein Schlüssel gedroppt. Das holen wir uns doch direkt mal mit dem, was wir gerade bekommen haben. Vielleicht ist hier auch noch der Geheimraum. Schade, aber das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ganz klar. So. Okay, itemtechnisch bin ich jetzt hier gar nicht mal so begeistert. Das heißt, ich denke, wir werden eher die Münzen sparen. Ich meine... Nee. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder kämpfen. Unser Damage ist leider nicht wirklich besser geworden. Aber wir haben jetzt zum Glück halt diesen Charming-Effekt. Der ist schon recht praktisch. Der Charming-Effekt ist schon recht gut. Weil sich dann die Gegner ziemlich gut selbst auch erledigen können. Wenn die erstmal gecharmt sind, sozusagen. Gerade funktioniert er nicht. Macht aber nichts. Kriegen wir gleich. Jetzt, jawohl, hier rein da. In die Masse. Sehr gut gemacht. Yikes. Schön schnell die Gegner erledigen, dass wir hier nicht dann eine Massenansammlung bekommen. Prima. Nice. Sehr gut. Und jetzt macht ihr noch hier einen Abflug. Prima. Okay. Ich könnte jetzt... Ja. Was war das? Hä? Hä? Ach so, das ist ja interessant. Wenn ich es nicht voll auflade, dann hustet der so komisch einfach nur. Macht das auch Schaden? Man weiß es nicht. Macht das auch Schaden? Kann ich damit sowas von kaputt? Nö. Aber wir könnten auch einfach mal eine Bombe hier reinsetzen und rerollen. Damit kann ich über Stacheln laufen. Kommen jetzt hier so viele Stacheln, dass das nützlich ist? Ich meine, in Shops könnte sowas wie hier zum Beispiel, da könnte es ganz nützlich sein. Aber an sich bin ich jetzt auch hier wieder... Ach, was soll's. Oh! Ja, dann nehme ich doch den Kollegen hier mit. Da haben wir jetzt zwar einmal erst Geld ausgegeben, aber... Ich meine, das ist jetzt natürlich cool, dass die jetzt aufgetaucht ist. Also wir mussten jetzt halt was kaufen, dass was Besseres auftaucht. Damit habe ich zwar nicht gerechnet. Aber dann war es jetzt rückblickend natürlich die richtige Entscheidung. Allerdings war das natürlich nicht mein Plan, so von wegen, hey, ich gehe jetzt extra hier auf ein Trinket, was ich eigentlich nicht unbedingt benötige und hoffe, dass darunter der Counterfeit Penny auftaucht. Also das war natürlich nicht der Plan. Jo, das war nicht so cool. Das war nicht so cool. Yikes. Na, der braucht jetzt schon ein bisschen länger. Schadenstechnisch. Wir müssen jetzt auch gleich noch den Level-Kampf schaffen. So. Leider ein schwarzes Herz liegen lassen in dem Kampf. Blöderweise. Naja. Ist da noch eine Spinne? Jawohl, da ist noch eine Spinne. Na, jetzt mach dich halt weg. Was zur Hölle. So. Dann gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Okay. Mr. Geist. Sollte eigentlich machbar sein. Sollte eigentlich machbar sein, ohne große Probleme. Ach. Das war dumm.
Wieso sind es so viele Geister? Hat er nicht normalerweise kleine? Achso, die sind auch vorher gespawnt wahrscheinlich mit. Okay. Ja, haut euch gegenseitig weg. Okay, jetzt geht's los. Ist aber der ganz normale, ne? Ja, genau. Das heißt, der schießt auch nur gerade Brimstone, wenn er mal schießen würde. Ja, alles klar. Kriegen wir hin. Easy. Ah, ja. So, easy. Wie gesagt. Und wir haben 100% Chance auf Angel Deal. Passt. Und wir sind endlich wieder am Fliegen. Mit Azazel. Und können damit hier einmal reingehen. Das hat sich doch schon gelohnt. Gut. Dann weiter im Programm. Hier ist nichts weiter Spannendes für mich zu tun. Abflug. So. Ah, nice. Dann einmal Schlüssel. Gib mir das. Durch den Counterfeit Penny bekomme ich jetzt natürlich immer ordentlich Kohle, was sehr gut ist. Den werde ich so schnell nicht hergeben. Das ist jetzt auch eine sehr interessante Kombination, die Bouncing Tears. Jetzt kann ich wirklich in alle Richtungen einfach, ne? Jetzt schieße ich einfach durch alle Wände durch und so. Also nicht durch die Wände durch, sondern ihr wisst, was ich meine. Ihr seht's ja. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir öfter irgendwas treffen, was wir vorher vielleicht nicht getroffen hätten. Und das ist gut. Damit kann ich gut arbeiten. Nein! Der Treffer war komplett unnötig. Okay. Alles klar. Ihr habt Spaß. Ich verstehe das. Ja, du hast auch Spaß, ne? Ja, alles cool. Alles cool. So, gib mir Geld. Gehen wir gleich in den nächsten Kampf rein. Na, der braucht jetzt eine Weile. Aber wir laden mittlerweile schon... Aua! Wir laden mittlerweile schon schneller auf, das ist ganz gut. Der kann jetzt ja noch keinen Brimstone, ne? Der hüpft nur durch die Gegend. Ja, jetzt kommt der zweite dazu. Ja, das wird jetzt ein bisschen ungünstig. Weil wir nicht schnell genug waren. Okay, jetzt ist er weg. Charming Effect it in. Whoops. Na, ich würde ganz gerne weiter meine Chance für den Angel Deal behalten. Wäre mir sehr recht, wenn wir hier nicht jetzt... noch so viel Schaden kassieren würden. So. Okay. Also damage-technisch müssen wir noch dringend arbeiten an uns. Achso, ich kann ja fliegen. Da ist noch viel Luft nach oben. Jo, der kann weit fliegen, schmeißen. Nice. So, hier, macht euch gegenseitig. Jawoll. Das ist der Holy Shield, ne?
Das wäre ein Damage Up. Das wäre auch ein Damage Up. Ich weiß halt nicht, ob der Holy Shield im Greed-Modus so nice ist. Welches Damage-Up ist denn stärker? Ich weiß halt nicht, ob der Holy Shield im Greed-Modus so nice ist. Weil wir ja praktisch in einem Raum das erste Mal nicht getroffen werden dürfen. Das lädt sich das mit jeder Wave neu auf? Weiß ich nicht. Plus 1,0 Damage Up, plus 50%, wenn wir das Buch von Belial haben. Das haben wir nicht, Belial. Plus 0,5 Damage Up, Range Up, Tierheit. Ja, dann macht das hier schon am ehesten Sinn. Das macht am ehesten Sinn. Ich denke, so können wir das machen mit dem Config-Ding, oder? Ich denke, so geht's schneller, als wenn ich da wirklich zu Platinum Gott rüber renne. Jedes Mal. Das passt. So. Dann gehen wir jetzt noch hier rein. Schade. Schade. Dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. So, ein Tiers ab. Noch ein HP ab. Okay, dann gehen wir erstmal wieder. Ja, das war doch okay. War doch okay, die Ebene, würde ich sagen. Wir kriegen auch immer wieder schön viel Geld. Passt. Lamp of Coal hatte ich schon lange nicht mehr. Tatsächlich. Da schon wieder ein HP ab, aber diesmal gehen wir natürlich erst für die Schlüssel. Ja, nice. Na, du Blödmann. Und dann fürs HP ab. Yo, das ist nochmal ein Tiers ab. Das ist auch sehr gut. Denn je schneller ich mich aufladen kann, na, umso besser. Dann huste ich auch weniger. Okay. Kann man mal mitnehmen. Kann man ja mal zum Beispiel den Geheimraum suchen. Ups. Bouncing Tears. Das geht auch auf die Dinger. Hoppla. Okay. Das ist passiert. Okay, warte. War jetzt nicht so die Glanzleistung. Ja. Ja. Das ist passiert. Bitte sprechen wir einfach nicht drüber. Okay, cool. Oh Mann. Das war ja dumm. Ach, scheiße. Ach, du Hilfe. Ah, das war ja richtig dumm. Oh mein Gott. Heißt das, ich kann überhaupt nicht gegen eine Wand schießen mit den Bomben jetzt mehr? Oder muss ich praktisch so werfen, dass es nicht mehr abprallt und dann davor einfach explodiert? Irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht so. Ja, okay, ich verstehe. Lol, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Das kam ein bisschen unerwartet. Huch! Oh, okay, auch interessant. Warum jetzt in der Ecke plötzlich nicht mehr gerade, sondern dann so hoch geht. Das ist ja interessant. Ich meine, es müsste doch eigentlich normalerweise ganz normale Ecke sein, aber bei den Ecken... Ah ja, da macht er dann so einen Bogen. I see. Nice. Genau, was ich wollte. Ja, perfekt. Das nehmen wir dann auch nachher noch mit. Jetzt erstmal in den nächsten Kampf. Ich hoffe, ich kann mein schwarzes Herz noch behalten, denn ich würde natürlich ganz gerne weiterhin Angel Deals hier schnappen. Aber jetzt kann ich halt mittlerweile schon so gut aufladen, die ganze Geschichte hier. Dass wir relativ oft das jetzt raushauen können, den Brimstone. Neues. So, du machst auch einen Abflug. Hier, frisst eine Bombe. Bevor ich die noch gegen die Wand pfeffere, pfeffere ich sie lieber gegen Gegner. So, das war die Geschichte. Dann habe ich gesagt, wir holen uns auf jeden Fall noch den Kollegen hier. Und jetzt holen wir uns hier nichts mehr. Okay, cool. Also nach Möglichkeit nicht mehr getroffen werden. Ich meine, ich habe nur dieses eine schwarze Herz. Wäre also schön, wenn wir es behalten würden. Denn dann haben wir 50% Chance auf Devil Deal. Lass mich in Ruhe. Okay. Devil Deal habe ich schon. Engel, jawoll. Da ist mein Engelraum. Da nehme ich doch... Das Prism-Ding wäre bestimmt auch... Nein. Oh, das ist jetzt echt eine schwierige Entscheidung. Aber ich mag dieses Teil hier. Ich mag dieses Teil hier. So, jetzt können wir aber nichts weiter hier tun mehr, ne? Soll ich jetzt mein letztes Herz... Ja, komm, scheiß drauf. Wir gehen hier rein. Vielleicht bringt's ja was. Okay. Ja, da ist es eh weg, das Herz. Naja. Oh, okay. Durch das Feuer hier gehen wir praktisch mit Gewinn jetzt raus. Durch das Feuer gehen wir jetzt mit Gewinn raus. Das ist doch was. Gut, weiter im Programm. Ich könnte jetzt natürlich mit den... Ja, komm, doch. Die Dinger hier lohnen sich meistens zu sprengen. Meistens könnte da was cool... Was heißt meistens? Aber manchmal könnte da was Cooles drin sein. Schade. Es war ein Versuch. Ah, aber der Fehl... Oh ja, da muss ich jetzt gleich wegmachen, den Quatsch hier. Nice. Ja, wow, the world ist jetzt auf jeden Fall richtig nützlich. Aber den Fehler mit dem... Mit der Bombe gegen die Wand schmeißen, den macht man halt auch nur einmal. Ja, nice, Damage up. So wichtig. Unser Damage ist halt... Unser Damage ist gut, aber... Da ist noch Luft nach oben. So, sagen wir es so. Wenn wir jetzt noch genug Münzen... Ja, perfektikus. Kommen wir noch in den Itemraum. Und nehmen uns noch ein Baby mit. Jetzt nicht das Beste, was ich hätte bekommen können. Aber hey, es ist ein Baby. Kann man mitarbeiten. So, der Damage war aber gut. Der Damage war super wichtig. Und jetzt haben wir auch diesen Slow-Effekt hier dabei. Das ist sehr, sehr geil. Liebe dieses Teil. Na, alles um uns herum wird jetzt verlangsamt, was in diesen Bereich reinkommt. Schüsse, Gegner, alles. Da.
Nice! Genau richtig getroffen. Ah, das war dumm. Oh, Magician ist nice. Den nehme ich mir mit für den Endkampf. Grimstone mit Zielsuche kann man gebrauchen. Nehmen wir mit für den Endkampf. So. Da hat es ihn schon weggezündet. So. Easy. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Oh, da würde ich nochmal reingehen. Da würde ich nochmal reingehen. Das ist nochmal ein Damage-Up. Kriegen wir nochmal Münzen? Ich weiß es gar nicht. Nein. Ja, RIP. Keine Münzen mehr. Schade. Naja, wobei, ich war noch nicht im Dings drin, ne? Noch ein Oh mein Gott. Das Spiel ist zu gnädig. Was ist das denn? Das ist dieses Stairway to Heaven Teil, ne? Ich bin aber ganz ehrlich. Wir nehmen die Krone mit. So, aber Münzen wären jetzt natürlich eine coole Sache. Könnt ja Münzen einsetzen und hoffen, dass mehr Münzen rauskommen. Oder ich spreng das Ding einfach und hoffe, dass es was bringt. Ja, wir sind bei 12. Wir sind bei 12. Krieg ich noch irgendwo Münzen her? Sieht schlecht aus. Wenn jetzt hier nicht Münzen drin sind, habe ich Pech gehabt. Justice. Nein, es reicht nicht. Oh, ich habe noch eine Bombe bekommen. Wenn jetzt hier Münzen rauskommen, das wäre natürlich insane. Sei gnädig zu mir, Spiel. Schade. Na gut. Dann gebe ich auf. Dann ist es so. Kein Damage-Up mehr für uns. Vielleicht in der nächsten Runde. Oh, wir sind schon im... Oh! Habe ich gar nicht realisiert, dass wir schon im Finale sind. Habe ich wirklich nicht realisiert. Oha! Alles klar. Ja, das Ranger ist jetzt nutzlos. Dann gehen wir jetzt gleich hier rein. Okay. Das war frech. Ich mag ja grundsätzlich Überraschungen. Nice. Perfekt. Perfekte Geschichte für uns mal wieder. Denn das macht jetzt die Range größer von dem Verlangsamungsteil. Sehr schön.
hätte jetzt halt grundsätzlich noch was, was mir noch ein bisschen mehr Schaden macht, aber es ist okay so. Ich meine, der Schaden wird bei Dings dann eh wieder runtergesetzt. Und wir haben gute... Wichtig ist, dass wir viele Herzen haben. Dann kann ich oft getroffen werden, dann ist alles in Ordnung. Dann ist alles in Ordnung. Ah, das passt. Das passt. Wir kommen hier gut durch. Noch ein Damage-Up mitnehmen. Ach komm, was soll's. So, jetzt haben wir genug. Ups. Das war nicht der Plan. Vor allem ist dadurch meine Krone jetzt wieder weg, aber was soll's. So. Das ist alles. Das ist der Devil-Dings in diesem Shop diesmal. Okay. Nehme ich. Ja, kein Problem mit. So, ich bin mir schon wieder nicht sicher. Hilf mir, Item Mod. Ah, so geht's echt am schnellsten. So geht's echt am schnellsten, das ist gut. Ach so, Chance für Invisibility. Ja, dann ist natürlich klar, dass wir das hier mitnehmen. Ja, jetzt kann ich es auch drin lassen, die Mod. Jetzt ist egal. Nur ist egal. Jetzt kann ich es auch drin lassen. Zack. Es ist Zack. Lack ab. Zack. Genau. Ja gut, ich kann halt eh nichts anderes mehr kaufen. Das ist auch Blödsinn. Zahlen wir lieber noch in die Maschine dann unten ein. Ich könnte meine Schlüssel natürlich noch loswerden. Gut. Haben wir das auch geklärt. Okay. Abflug. Ich denke, das läuft ganz gut, gut technisch. Ich denke nicht, dass wir Probleme bekommen werden. Ich wüsste nicht, warum. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, warum. Ne? Also. Oh. Das ist natürlich die Frage, lieber den oder den anderen? Lieber Bombe werfen oder Bombe legen? Da ich es eh nur einmal werfen kann, ist eigentlich egal, ne? Ist eigentlich völlig egal. Ah, aber der ist jetzt nicht aufgeladen. Ja, moin. Ja, dann nehmen wir den mit. Abflug. Moin. Hier. Ich hab nicht mal getroffen. Ja, was soll's. Wurscht. Oh. Oh. Hallo Steam Sale. Ah, verflucht. Damit hat sich meine Krone verabschiedet. Aufgesperrt.
Jetzt will ich mal wissen, ob dieses Husten auch Schaden machen würde. Ich werde jetzt mal... Nein, okay, das ist nur ein Effekt. Ich wollte es mal testen. Na, so viel Zeit muss sein. Es ist doch nur noch eine Frage der Zeit. Und tschüss. Ach, jetzt macht er nochmal die Tür auf. Ach, komm schon. Mach einen Abflug. So, zahlen wir ein hier. Was wir noch einzahlen können. Jups. Okay. Hattrick freigeschaltet. Ich denke, es gibt jetzt hier keinen... Gibt es bei Tainted Charakteren einen neuen neuen Dings? Oder ist es der normale? Okay, es ist der normale. Scheinbar. Ace of Clubs. Okay. It's dumb. Ace of Clubs? Das ist nicht... Hä? Das ist nicht die normale Karte, die Bomben verdoppelt? Nicht komplett dämlich. Nee, hä? Wie heißt das Ding mit den Bomben? Ach, Two of Clubs heißt die. Ups, nicht Ace of Clubs. Okay. Stimmt, die heißt nicht Ace of Clubs. Das heißt immer Two of Spades, Two of Clubs, Two of Hearts. Ah, ja, okay, okay. Gut, keine Ahnung, was die Karte macht. Also, ich habe wieder eine neue Karte. Gut. So. Das war schon mal ganz interessant. Bin ganz ehrlich. Ich würde in der Runde auch noch ein Queer versuchen. Wir sind gerade gut dabei. Wir sind gerade gut am Start. Ach, ich kann nicht mehr fliegen. Ah, ja, jetzt schon keinen Bock mehr. Mit ihm will man natürlich fliegen können. Oh nee, jetzt will ich... Ach, komm. Wenn man die Dinger einfach komfortabel verschieben könnte, dann würde ich die ja echt gerne verschieben. Aber guckt euch diesen Müll an. Wieso kann man die nicht einfach vernünftig verschieben? Wieso muss man da... Partner dran... abrutschen. Geh da jetzt hin. Ich will den Topf sprengen. Nee, der Topf ist nichts Nützliches. Nice. Okay. Plus one to lowest stats. Ah, mein Item Description Viech ist noch an. Ich mach's gleich aus. Also. Ja, ich meine, ist okay. Ist ein interessanter Anfang. Könnte besser sein. Oh, das müssen wir unbedingt. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. In die Leber müssen wir unbedingt rein. Leider habe ich im Moment keinen Counterfeit-Penny. Den hätte ich schon gerne wieder. No, der war nützlich. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier die ganze Geschichte schaffen.
Und natürlich sind jetzt alle Vorteile wieder weg, die wir gerade eben hatten. Und wir müssen überhaupt erstmal auf 15 Münzen kommen. Aber die Leber ist sowas von gekauft. Die Leber sehe ich sowas von in meinem Einkaufskorb. Eine Bombe, auch nice. Aber das Ding ist jetzt wieder, solange wir nicht fliegen können, werde ich definitiv nicht das war riskant, oh ja, es war dumm. Werde ich definitiv nicht in den Stachelraum reingehen. Da muss ich dran denken, dass ich zwar Azazel bin, aber ja, Azazel. Und der das nicht kann. Oh, es reicht noch nicht mal. Wir können uns die Leber noch nicht leisten. Das ist ja ärgerlich. Dazu. Sehr gut. Oh Gott! Das war ein richtig blöder Hit. So. Jetzt müssen wir den Kampf einfach nur wieder machen. Wir gehen natürlich nicht rein. Denn wir wollen ja als nächstes für den Engelraum haben. Ne? Die Strategie bleibt ja. Die klappt mit Azazel im Normalfall auch ganz gut. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt ein schwarzes Herz verloren habe, ist schon mal die Strategie ein bisschen doofer. Aber was soll's, ne? Ja, mehr kann ich eigentlich nicht tun gerade. Schlüssel können wir in der nächsten Ebene vermutlich kaufen. Dann Abflug. Das war diese Ebene. Hier ist auch kein blauer Stein oder so. Nee, dann Abflug. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Range Up ist jetzt halt Range Up. So, dann Schlüssel. Okay, da ist nochmal ein HP Up, aber das ist zum Kosten, auf Kosten von Speed, ne? Genau. Weiß nicht, ob das jetzt so geil ist. Er ist eh schon recht langsam. Wir müssen es eigentlich nicht herausfordern, bin ich ganz ehrlich. Die rote Kerze würde ich mir holen. Die rote Kerze wäre vielleicht eine Geschichte. Aber jetzt erstmal hier. Okay. Auch nicht das geilste Item. Ah, itemtechnisch noch nicht so cool. Weil jetzt haben wir, wie gesagt, immer noch keine Stat-Ups. Das wird jetzt halt vor allem mit den Bosskämpfen ein bisschen Probleme geben, fürchte ich. Warum jetzt der Schlüssel herkam? Ach, von meinem Sack. Der kam aus meinem Sack, das ist gut. Den habe ich ganz vergessen, dass es den ja gab. Ja, jetzt wird's krit. Oh nee. Ja, das war dann auch das schwarze Herz. Das hat zwar zum Glück die Gegnerhorde verschwinden lassen, aber wir haben halt... Das Ding ist, wir machen halt keinen Schaden.
mach halt noch nicht wirklich... Oh Gott, oh Himmel. Wir machen halt noch nicht wirklich viel Schaden, so dass das Ding... Oh, Hilfe. Das war eine Fehlzündung. Nice. Mein Sack hat ein Herz gedroppt. Okay, ich schieße jetzt so. Ich werde schon treffen. Ich sehe in etwa, wo die Mitte ist von dem Viech, ne? Da muss ja dann das Viech sein. Ja, geht doch. Lame Variante, aber was soll's. So. Ja, doch, die Kerze würde ich jetzt erstmal mitnehmen. Soll ich rerollen, oder? Nein, wir nehmen die Kerze jetzt erstmal mit. Die ist schon nicht schlecht. Die ist schon nicht schlecht, die Kerze. Die kann auch sowas hier. Ne? Kann man schon gebrauchen. Ja. Bosskampf. Oh, ich bin zu langsam. Oh Gott. Oh Gott. Ich darf jetzt nicht... Nice. Ich darf jetzt nicht an den Löchern hängen bleiben. Oh, yes. Nee, geh weg. Dafür ist die Kerze jetzt schon richtig. Nein, scheiße. Meine Satan-Deal-Chance, Engel-Deal-Chance verschwindet gerade. Fuck. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß, es kostet mich einen Schlüssel. Aber ich hole mir jetzt dieses blaue Herz hier. Das ist mir gerade sicherer, als alles andere. Ich bin zu langsam für das. Ich würde gerne das HP haben. Sind es zwei Herzen? Nee, ein Herz halt. Der Speeddown ist eigentlich nicht... Der Speeddown wäre nicht geil. Bin ja so schon langsam jetzt. Ich meine, den Kollegen könnten wir mitnehmen. PhD. Oh, jetzt kriegen wir die Münzen nicht mehr zusammen. Komm, wo ist er? Wo ist er? Scheiße. Hier ist er nicht. Dann ist er wahrscheinlich im Stachelraum. Das ist natürlich doof. Okay, die Kollegen. Das sollte doch jetzt mit meinen Herzen technisch funktionieren. Ich dürfte doch jetzt hier nicht meine blauen Herzen, mein blaues Herz verlieren. Komm. Das kriegen wir hin. Der erste ist weg. Sehr schön. Da huste ich nochmal kurz. Ja, den Engelraum haben wir. Es war schon gut, das blaue Herz dafür herzugeben. Also den Schlüssel dafür herzugeben. Das war schon gut. Um da auf Nummer sicher zu gehen. Das hätte halt auch echt ganz anders laufen können hier. Immerhin, diesmal muss ich mich nicht entscheiden und kann einfach mitnehmen. Ich mag es mehr, wenn ich mich einfach nicht entscheiden muss und ich einfach mitnehmen kann. Das ist gut. So. Das Blöde ist jetzt die Sache. Ich wollte gerade sagen, wir könnten jetzt eigentlich noch hier reingehen. Wir haben jetzt gerade viele blaue Herzen bekommen, aber jetzt haben wir ein goldenes Herz dabei. Und das goldene Herz würde jetzt innen drin das Geld liegen lassen. Das ist nicht, was ich will. Wenn ich wüsste, wie viel Geld... Ich bin jetzt...
Ich habe gerade eine ganz, ganz dumme Idee, Leute. Ich glaube auch, dass die Idee nicht klug ist. Ich wollte über PhD, aber ich meine, wir bekommen hier eh kaum Pillen. Das ist Schwachsinn. Wir hören auf mit dem Quatsch. Okay, hier leider keinen Geheimraum gefunden. Der ist dann im Gestachelraum. Der ist dahin. Ach so, der macht die gar nicht auf. Der zeigt nur, wo es ist. Der zeigt nur, wo es ist auf der Karte. Ups. Ich dachte, der macht die auf. Wir haben keinen Geheimraum gefunden. Ich Volltrottel. Eieiei, der zeigt mir nur, wo es ist. Alles klar. Aber die Kerze ist ganz gut. Die Kerze ist ganz nützlich. Dass ich die Viecher jetzt dabei habe, ist auch ganz nice. Da gibt es jetzt einmal Damage Up. Das ist sehr, sehr wichtig für ihn hier. Das Range Up ist nicht so wichtig, aber das Damage Up ist wichtig. Da haben wir noch ein HP Up neues. Das ist auch sehr gut. Da würde ich auf jeden Fall reingehen. Die eine Münze, da können wir uns holen. Das tut nicht weiter weh. Dann einmal Schlüssel. Und wir haben noch einen Itemraum vor uns. Bevor es in den Kampf geht. Auch das kann man mal mitnehmen. Ja, dann Kampf. Ja, wir können jetzt Gegner freezen. Das ist sehr nice. Da bin ich dabei. Das ist prima. Ach, komm schon. Nein. Ich meine, ich freue mich zwar, wenn ich das Geld bekomme von meinem blauen Herzen, aber ich will es eigentlich dann doch noch eine Weile gerne behalten. Jo, Freunde. Mach dir mal keinen Scheiß. Ah, das ist wieder er. Ich werde die so oft selber angreifen versuchen. Oh, okay, goldener Schlüssel. Nützt mir leider hier nicht so viel in dem Modus. Hä? Hä, ich hab den... Was? Was hat das denn jetzt für ein Müll? Jetzt treffe ich ihn. Der hat ja eine komische Hitbox gehabt. Ach, geh heim. So. Okay. Da drüben ist der Geheimraum. Bomben gibt es ja nicht zufällig zu kaufen, ne? Nee. Ich muss schon auf HP abgehen. Ich meine, ich... Ich meine, das hier ist halt auch nicht schlecht. Ach nee, das ist ja wenn Entering. Und der ist ja dann schnell wieder kaputt. Der ist ja dann gleich wieder kaputt. Nee, das ist Blödsinn. Dann ist das HP Up schon die bessere Wahl. Und dann kaufen wir jetzt nichts weiter. Und hoffen, dass wir hier durchkommen, ohne groß nochmal Schaden zu nehmen. Ach, er ist hier. Er ist hier am Start. Und der Engel ist am Start. Hilfe! Nein! Das habe ich nicht bestellt. Ja, scheiße. Das war's dann mit meiner Engelchance. Ah, verflucht. Ah, verflucht. Ich bin noch zu langsam, das ist das Ding.
Ohne Engel-Deal wird es echt schwierig. Ohne Engel-Deal wird es schwierig, weil wir da halt immer echt geile Items bekommen haben bisher. Hier ist bisher jetzt nichts. Nee, hier ist nichts Nützliches. Absolut nichts Nützliches. Ich werde jetzt auch kein Geld da oben einsetzen. Ah! Und noch ein Engel. Ich meine, wir haben immer noch 50% Chance, ne? So ist nicht. Das war gut. Nein! Ja, das ist der Deal. Aber immerhin, die zwei Kollegen kann ich mitnehmen. Alles andere. Was ist das hier? Ja, nee. Das war das Bloody Marriage-Ding. Ich, das. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? Okay. Herzen können wir auch in der nächsten Ebene kaufen. Gehen wir erstmal weiter. Ach so, ich dumm. Ich dumm. Jetzt hättet ihr mich wieder gehauen, wenn ich das jetzt gemacht hätte, ne? Wir müssen natürlich hier noch ganz kurz. Oha. Wir müssen natürlich hier noch ganz kurz einmal. Dann halt nicht. Okay, wir gehen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich hab's verstanden. Bin hier nicht willkommen. Ah, war nicht so gut, die Ebene. Die war nicht so gut. Die war nicht so gut. Mit Flammen kann ich das da oben nicht kaputt machen, ne? Schade. Speed up. Sehr gut. Richtig und wichtig. Ich glaube, Magnetizing Tears. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch den Brimstone so einen Mega-Effekt hat, aber wir werden sehen. Vielleicht ja. Vielleicht hat es ja einen Effekt. Der wäre ja ganz lustig. Was ist eigentlich mit Flammen, wenn ich den hier so... Juckt den nicht, okay. Da hat er erschrocken. Mein Gott. Nee. Kannst du behalten, aber das Tiers abnehmen wir natürlich mit. Oh, den Cube würde ich auch mitnehmen noch nachher. Den Cube holen wir uns nachher auf jeden Fall noch. Jetzt aber erstmal Kampf. Ja. Nein, nicht jetzt schon getroffen werden. Nee. Was war da? Wo kam der Treffer her? Ich hab's nicht... Oh, no, mein Gott. Ich hätte Herzen kaufen sollen. Das fällt mir leider etwas spät auf. Da oben liegt ein halbes rotes Herz. Das sollte ich mir nehmen, bevor ich von irgendwas getroffen werde, was mich komplett killt. Ah, die, okay, die Magnettränen tun, was sie sollen. Sehr schön. Die funktionieren sogar. Die funktionieren sogar sehr gut sogar. Das ist gut. Ah, da sehe ich mich. Okay. Eieieiei. So, einmal ganz fix den Cube kaufen. Okay. Das ist, glaube ich, nur... Ach nee, Speed-Up wäre das sogar. Aha, wäre auch, aber ich glaube, wir kriegen eh keine Münzen mehr zusammen. Ich glaube, wir kriegen keine Münzen mehr zusammen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß echt nicht, wofür ich dieses Ding mit den Geheimräumen gekauft habe. Ich dachte, der macht die auf. Aber der zeigt mir die nur. Der zeigt mir die nur. Sehr nice.
Ach, ich bin immer zu langsam mit dem Feuer. Ich glaube, der erste ist down, ne? Ja, ist nur noch einer übrig. Das sollte doch jetzt ohne Hit funktionieren, oder? Ah, zu langsam. Nice, jetzt aber. Ah, wieder zu langsam. Was soll's. Das war's für dich. So. Jetzt wäre es natürlich schön. Oh. Okay, das war interessant. Aber jetzt war es das für mich. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir das hier noch schaffen würden und wieder in den Engelraum. Aber ich habe da ganz schlechtes Gefühl bei. Okay, das ist eigentlich ein Gegner, wofür die Flamme ganz gut ist. Hä, Flamme? Flamme wollte nicht jetzt, ne? Okay, nice. Nicht so gut. Oh, wir bleiben bei 50% Chance, sehe ich gerade. Okay. Ich dachte, wenn ich getroffen werde, dann geht die Chance runter. Wir bleiben bei 50% Chance, Devil Deal. Angel Deal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Engelraum! Engelraum! Schade. Oh boy, hi. Das wollte ich nicht. Okay, Lamp of Coal. Na gut, dann nehmen wir halt Lamp of Coal noch mit. Ist okay. Herzentechnisch bin ich wieder der Meinung, mach mal beim nächsten Mal. Wir gehen. Wir gehen. Ich habe auch nichts zum Sprengen. Ich könnte... Soll ich den Geheimraum... einen Schlüssel opfern und... Aber das ist gefährlich. Ich laufe in die Stacheln rein. Ich seh das kommen, dass ich da jetzt nicht so durchlaufe. Okay. Nachher ist der Geheimraum irgendein Müll. Nee. Ich meine, der Geheimraum könnte auch was Cooles sein. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist dann doch eher gering. Ich habe die Viecher nicht mit dem Feuer, ne? Ich hätte mit dem Feuer noch die Viecher. Ja, zu spät. Too late. Sehr nice. Genau, was wir gebraucht haben. Nein, nicht. Mich sprengen nicht. Mich sprengen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das ist neu. Das kennen wir noch nicht. Okay. Der würde also für jeden Gegner rechargen. Also für 15 Gegner recharge der irgendwie. Aber in dem Fall natürlich nutzlos. Oh, die Platte. Die Platte müssen wir mitnehmen. Die Platte müssen wir sowas von mitnehmen. Ach, falsche Richtung. Komm, gib mir gleich Münzen. Yes! Gib mir die Platte. Aber sowas von. Okay. Oh, und Pandoras Box. Kann man auch direkt einsetzen. Wir sind auf der richtigen Ebene dafür, ne? Pandoras Box wird auch sofort eingesetzt, wenn wir sie gekauft haben. Aber jetzt müssen wir erstmal den Kampf überstehen. Wir haben recht viele Effekte auf unseren Tränen. Das ist ganz cool. Oh mein Gott. Aber wir haben nicht so viel Energie. Das ist nicht so cool. Also ich muss böse aufpassen. Dass ich hier nicht einfach weggeschnetzelt werde.
Scheiße. Ein Champion-Gegner und ich bin tot. Das ist mein Champion-Gegner, der mich killen wird. Geh weg. Mama mia. So, Geld reicht leider nicht. Geld reicht nicht. Geld reicht nicht. Was jetzt? Erstmal halbes Herz holen. Ich brauche die Energie. Es geht nicht. Nee! Zwei von euch, ich komm nicht raus! Oh Gott, das war gerade richtig kritisch da oben. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Geh drauf jetzt! Nein! Okay, schade. Aber wir haben den Greedy-Mode. Also den nicht den Greedy, den normalen. Ah, das war doof. Ach, Mann. Ach, Mann. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.